45, Mai 45,5, Juni 43, Juli 44, August 45,5, September 43, Oktober 43 Kilogramm. Nach seinem Tod im Dezember 1944 heißt es im Sektionsbericht der Anstalt Kaufbeuren: Lothar Wilhelm aus Delbe, Kreis Soest, 51 Jahre alt, klinische Diagnose, genetische Epilepsie, Körpergewicht 37 Kilogramm. Der Speiseplan, der in Kaufbeuren Irsee in der Woche vom 15. bis 21. November 1942 sah folgendermaßen aus. Sonntag, mittags Blaukraut, abends Kartoffeln. Montag, mittags Weißkraut, abends Weißkraut. Dienstag, mittags gelbe Rüben, abends Kartoffeln. Mittwoch, mittags Blaukraut, abends Blaukraut. Donnerstag, mittags Blaukraut, abends Kartoffeln. Freitag, mittags Weißkraut, abends Weißkraut. Samstag, mittags gelbe Rüben, abends Kartoffeln. Just in dieser Kraut-, Rüben- und Kartoffelwoche fand die Konferenz im Innenministerium statt, bei der der Hungererlass vorbereitet wurde. Dort war auch Dr. Valentin Faltelhauser zugegen, jener Zeit Direktor der Schwäbischen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee. Nach dem Krieg gibt ein anderer Teilnehmer der Konferenz zu Protokoll: Dr. Faltelhauser hielt ein Referat, in dem zur Frage der Ernährung der Geisteskranken während des Krieges eingehend Stellung genommen wurde. Es wurde ein Musterpostzettel aus der Anstalt Kaufbeuren herumgereicht, dessen Nachahmung aus der Anstalt allen anderen Anstalten empfohlen wurde. Das Referat von Dr. Faltelhauser befasste sich hauptsächlich mit der E-Kost. Es ist dies eine Art Hungerkost, die an die unheilbaren Geisteskranken in den Heil- und Pflegeanstalten verabreicht werden sollte. Meiner Ansicht nach handelte es sich um eine Milderung des ursprünglichen Euthanasieprogramms. Die Folge einer solchen Hungerkost musste eine wesentliche Herabsetzung des Gesundheitszustandes nach sich ziehen. Insbesondere wurden die Kranken dadurch tuberkuloseanfälliger. Leiter jener Tagung war Ministerialdirektor Dr. Dr. Schulze, der nach der Konferenz an den Regierungspräsidenten schrieb: Im Hinblick auf die kriegsbedingten Ernährungsverhältnisse und auf den Gesundheitszustand der arbeitenden Anstaltsinsassen lässt es sich nicht mehr länger verantworten, dass sämtliche Insassen der Heil- und Pflegeanstalten unterschiedslos die gleiche Verpflegung erhalten, ohne Rücksicht darauf, ob sie einerseits produktive Arbeit leisten oder in Therapie stehen, oder ob sie andererseits lediglich zur Pflege in den Anstalten untergebracht sind, ohne eine nennenswerte, nutzbringende Arbeit zu leisten. Es wird daher angeordnet, dass mit sofortiger Wirkung sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht diejenigen Insassen, die nutzbringende Arbeit leisten oder in therapeutischer Behandlung stehen, ferner die noch bildungsfähigen Kinder, die Kriegsbeschädigten und die an Alterspsychose Leidenden zulasten der übrigen Insassen besser verpflegt werden. Die Anstaltsdirektoren haben unverzüglich die entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen. Wilhelm Luther, dessen Gewichtsverlauf wir verfolgen konnten, wurde bereits 1940 planwirtschaftlich per Meldebogen erfasst. Die Meldebögen dienten der Erfassung von Kandidaten für die sogenannte T4-Aktion, den ersten planmäßigen Krankenmord. Verlangt wird im Meldebogen eine Angabe über die Art der Beschäftigung, genaueste Bezeichnung der Arbeit und der Arbeitsleistung, zum Beispiel Feldarbeit leistet viel, Schlosserei unter Facharbeiter, keine unbestimmten Angaben wie Hausarbeit, sondern eindeutige Zimmerreinigung zum Beispiel. Auch immer angeben, ob dauernd,
häufig oder nur zeitweise beschäftigt. Im Pflegebericht vom März 1993 findet sich nach der Einlieferung von Wilhelm Luther noch als Eintrag über seine Tätigkeit in der Anstalt: ist von heute ab mit zum Rohr aussuchen, beschäftigt sich leidlich. 2 Wochen später: beschäftigt sich etwas beim Rohr aussuchen. Ende des Jahres: beschäftigt sich mit Hausarbeiten. Mitte 1940: ohne Arbeitstrieb, ohne Initiative. Sitzt den ganzen Tag untätig auf seinem Platz und ist trotz energischer Aufforderungen zu keiner Beschäftigung zu bewegen. Ähnlich ein halbes Jahr später: sitzt den ganzen Tag untätig auf seinem Platz. Mitte 1941 wird er als geistesstumpfer Epileptiker bezeichnet, der still und teilnahms- und interesselos in den Tag hineinlebt, sich um nichts kümmert, den ganzen Tag untätig dasitzt und keinerlei Arbeitstrieb zeigt. 1,5 Jahre später: in der Zwischenzeit körperlich und psychisch unverändert geblieben, beschäftigt sich nicht, sitzt den ganzen Tag untätig auf seinem Platz. Im August 1943 heißt es schließlich: deutlich zunehmende Demenz, leistet nichts. Knapp ein Vierteljahr später wurde Wilhelm Luther nach Kaufbeuren-Irsee verlegt. Der dortige Anstaltsleiter, Dr. Faltenhauser, ließ über seine Pflegeinsassen einst verlauten: hier leben Wesen, die eines Gesetzes harren, das die Menschen von ihnen befreit. Sie leben ja schon nicht mehr. Nur das Fleisch und Blut bewegt sich von ihnen, wertlos für sie selbst und für die Menschheit. Sein Kollege Dr. Hermann Pfannmüller, Direktor der Anstalt Egelfing-Hahn, erklärte einst: wenn der Gärtner im Frühjahr seine Bäume richtet, nimmt er das Dürre weg. Und weniger metaphorisch: als konfessionell ungebundener und überzeugter nationalsozialistischer Anstaltsleiter halte ich mich aber für verpflichtet, eine wirkliche Sparmaßnahme aufzuzeigen, die geeignet ist, die Lage der Anstalten wirtschaftlich günstig zu beeinflussen. Ich erachte es an dieser Stelle für angebracht, einmal offen und in aller Deutlichkeit auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass wir Ärzte hinsichtlich ärztlicher Betreuung lebensunwerten Lebens auch die letzte Konsequenz im Sinne der Ausmerze ziehen. Es handelt sich darum, dass jene an sich wohl bedauernswerten Kreaturen, die aber nur ein Scheindasein eines Menschen leben, die für die soziale Eingliederung in die menschliche Gemeinschaft vollkommen unbrauchbar geworden sind, durch die Auswirkungen ihrer Erkrankung sich selbst, ihren Angehörigen und ihrer Umgebung zur Qual und zur Last sind, verschärfter Ausmerze unterworfen werden müssen. Nach Kriegsende im Jahr 1948 erinnert sich ein Pfleger aus Kaufbeuren-Irsee: zwischenhinein gab es auch für E-Köstler wieder viel zu essen, so dass wir Pfleger uns sagten, dass die Kranken bei richtiger Einteilung durchschnittlich ein besseres Essen bekommen könnten. Die E-Köstler mussten also einerseits schwer Hunger leiden, bekamen aber andererseits plötzlich den Magen wieder überfüllt, sodass sie notwendig nicht nur infolge der völlig unzureichenden E-Kost, sondern darüber hinaus auch noch infolge des Kostgegensatzes an der Gesundheit Schaden nehmen mussten. Wir Pfleger mussten so zu der Vermutung kommen, dass hinter dem Ganzen ein bestimmtes System stecke und dass beabsichtigt sei, die Kranken zu schädigen und ihren vorzeitigen Tod herbeizuführen. Anstaltsleiter Faltenhauser erklärte nach Kriegsende: ich bin Staatsbeamter mit 43-jähriger Dienstzeit gewesen.
Ich bin als Staatsbeamter dazu erzogen gewesen, den jeweiligen Anordnungen und Gesetzen unbedingt Folge zu leisten, also auch dem als Gesetz zu betrachtenden Erlass betreffs Euthanasie. Ich handelte stets in gutem Glauben und nach den Geboten der Menschlichkeit, von der absoluten Überzeugung, pflichtgemäß in der Durchführung rechtlicher und gesetzlicher Voraussetzungen zu handeln. Mein Handeln geschah jedenfalls nicht in der Absicht irgendeines Verbrechens, sondern im Gegenteil von dem Bewusstsein durchdrungen, barmherzig gegen die unglücklichen Geschöpfe zu handeln. In der Absicht, sie von einem Leiden zu befreien, für das es mit den uns heute bekannten Mitteln keine Rettung gibt, keine Linderung gibt, also in dem Bewusstsein, als wahrhafter und gewissenhafter Arzt zu handeln. Elfriede, eine Überlebende, sagt: Daherin kriegst du doch nicht genug, weil es ein Zuchthaus ist, wo sie dich umbringen möchten. Du bist ein Narrenhaus, Weibi. Sie sagen, du brauchst mehr Schlaftrunk, du brauchst nicht so viel zu essen. Sie sagen, dass ich ein Zuchthausmensch bin. Ein Leidensgenosse namens Ludwig sagt: Oh, es traut sich da keiner was zu sagen. Aber mir ist das egal, ob ich eine Leiche bin. Wir werden langsam ausgehungert. Was geschah später? Im Urteil über die Krankenmorde am Hamburger Kinderkrankenhaus Rothenburgsort stellt das Hamburger Landgericht 1949 grundlegende philosophische Überlegungen an, die zu einem Freispruch der Angeschuldigten führen. So heißt es im Urteil: Die Strafkammer ist nicht der Meinung, dass die Vernichtung geistig völlig toter und leerer Menschenhülsen, wie sie Hohen nannte, absolut und a priori unmoralisch sei. Man kann über diese Frage äußerst verschiedener Meinung sein. Dem klassischen Altertum war die Beseitigung lebensunwerten Lebens eine völlige Selbstverständlichkeit. Man wird nicht behaupten können, dass die Ethik Platos oder Senecas, die unter anderem diese Ansicht vertreten haben, sittlich tiefer steht als diejenige des Christentums. Aber auch in neuerer Zeit haben sich immer wieder Stimmen erhoben, welche die Abkürzung völlig sinnlosen Lebens forderten. So ist in das 19. Jahrhundert hinein die Auffassung vertreten worden, dass die Tötung von Missgeburten keine Menschentötung sei. Zwar können als Idioten geborene Kinder und Missgeburten nicht völlig gleichgesetzt werden, aber der Übergang zwischen beiden ist flüssig. Immer wieder hat jedenfalls die Frage, ob ein Sinn zu erblicken ist, diese toten Menschen am Leben zu erhalten, die Gemüter auf das Heftigste bewegt. So ein Auszug aus dem Urteilstext. 1961 wurde die Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. Dieser Urteilsspruch ist und blieb rechtskräftig.